Brettspielfreunde, ich bin's Tobi, der Brettspiel-Hero. Heute bin ich im Match Store und wir machen ein Let's Play Video zu Arkham Horror, das LCG. Dazu habe ich mir drei Leute noch als Unterstützung geholt, die liebe Tanja, der liebe Micha und der liebe Jörg. Und wir werden euch jetzt mal das erste Szenario zeigen, wie funktioniert Arkham Horror. Also wir gehen nicht auf die einzelnen Regeln darauf ein, aber wir spielen das Spiel und ja, dann seht ihr mal, wie das Spiel funktioniert. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Arkham Horror, das LCG. So, wir spielen ja jetzt das Grundspiel, die erste Mission. Und wir haben jetzt eben unsere Decks schon gemischt, auch unsere Charakteren ausgesucht. Ich würde mal sagen, Tanja, wen spielst du? Ja, ich spiele die Daisy Walker. Micha? Ja, Roland Banks. Jörg? Wendy Adams, das Strafenkind. Und ich spiele Skids O'Toole. Wir haben unsere Decks gemischt und spielen natürlich mit 30 Karten. Plus der Schwäche und der zugehörigen Karte, die da zusätzlich reingemischt werden. Und es gibt noch eine zusätzliche Grundschwäche. Die werden wir jetzt mischen und verteilen. Gut, dann starten wir doch mal und ich lese euch das Szenario vor. Gefangen. Als du mit deinen Ermittlungen beginnst, verschwindet die Tür deines Arbeitszimmers vor deinen Augen und an ihrer Stelle befindet sich eine feste Mauer. Du bist in deinem Arbeitszimmer gefangen, bis du einen anderen Ausweg gefunden hast. So, das ist der Start. Und jetzt kommen wir zur Agenda. Was geht hier vor? Es ist tief in der Nacht. Du hast dich in deinem Arbeitszimmer zurückgezogen und untersuchst die furchtbaren vermissten Fälle in deiner Gegend. Nach einigen Stunden der Nachforschung hörst du merkwürdige Gesänge aus deinem Wohnzimmer am Ende des Flures. Gleichzeitig hörst du ein wühlendes Geräusch aus dem Boden, als ob etwas unter deinem Fußboden graben würde. Also wir haben hier den guten und den bösen Stapel, denn bei dem bösen steht eine 3, das heißt, da kommen dann ja Verderbnismarken drauf und bei 3 triggert die Karte und dann passiert was, das dann gleich. Und hier ist eben eine 2 abgebildet, das heißt eben, wir müssen zweimal der Ermittlerzahl, also wir sind 4, das heißt, wir müssen 8 Marken schaffen, um eben diese Karte zu triggern. Und hier liegen jetzt 8 Hinweismarken drauf, weil auch hier eine 2 ist und das zählt dann eben genauso. Wir sind 4 Spieler, das heißt 8 Hinweismarken können wir hier finden. Also man darf jetzt beliebig viele, die du jetzt im Moment nicht haben möchtest, abwerfen. Und dann werden wieder reingemischt und die entsprechende Zahl darfst du auch wieder ziehen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal das Spiel. Solange wir noch den Knete haben, beziehungsweise Aktion 1, ich spiele ganz einfach mal hier einen Verbündeten aus. Kostet 4 Ressourcen. Wow, das war teuer. Ja, okay, aber ich krieg halt bei Angriff plus 1. Also nochmal auch für euch, weil wir ja machen ja keine Regelvideo. Wir haben ja, jeder Ermittler hat 3 Aktionen zur Verfügung und mich hat jetzt eine gemacht. Muss jetzt aber auch alle seine Aktionen dann ausspielen. Folge machen, genau. Ich spiele auch noch eine Waffe aus für meine letzte Ressource und als letztes werde ich noch eine Karte ziehen. Ich spiele mal die harte Schule des Lebens aus. Mit Ressourcen gibt es mir halt auch einen Plus auf. In dem Fall 2 verschiedene Attribute. Ja. Außerdem spiele ich noch den Baseballschläger aus. Jetzt habe ich auch eine Waffe für den Kampf. Kostet mich auch 2 Ressourcen. Als dritte Aktion nehme ich mir eine Karte auf. Der Feigling jetzt mit dem Baseballschläger. Der immer flieht. Ich spiele schon mal die Notfallausrüstung aus, dann kriege ich 3 Ressourcen. Spiele ich das genau wie der Micha, hole ich mir einen Verbündeten, den Streifenpolizist und zahle dann 4. Und werde auch eine Karte nachziehen. Und dann ist Tanja dran. Als erstes würde ich diesen Gegenstand spielen, für 2 Ressourcen eben. Dann habe ich 2 zusätzliche Handslots für Bücher. Als zweite Aktion werde ich mal ermitteln. Wahnsinn. Dann ziehst du hier bitte einen Marker raus. Fürs Ermitteln. Ja. Na, dann geht halt die Fertigkeitsprobe halt deine 5 gegen 2. Das heißt, du gewinnst bei allen Möglichkeiten außer der roten Niete und dem minus 4. Alles gut. Das ist gut, da passiert nichts. Die Probe war erfolgreich. Kannst du noch mal kurz erklären, Micha, warum das jetzt für die Zuschauer, dass sie das auch verstehen? Ganz einfach. Sie hat den Totenkopf gezogen. Das heißt, dass für dieses Szenario folgende Sachen gelten. Totenkopf bedeutet minus x, wobei x die Anzahl der Ghoul-Gegner ist. Aktuell sind noch keine Ghoul-Gegner da, also ist das halt 0.
Ja, und damit hat sie die Probe geschafft. Probe bestanden und sie nimmt den Hinweismarker und... Das nochmal zu. Ja, das war, wenn sie es möchte. Das war Aktion Nummer 2. Dann als dritte Aktion werde ich nochmal einfach ermitteln. Plus 1. Plus 1. Auch das klappt. Auch das klappt. Und der zweite Hinweis ist zu Hause. Okay. Super, ja. Damit hat auch Tanja. So, damit ist die erste Phase, die Ermittlerphase, abgeschlossen. Kommen wir zur nächsten Phase, die Gegnerphase. Keine Gegner da, wird also logischerweise komplett übersprungen. Und dann die letzte Phase in der Runde, das ist ganz einfach, halt die Nachzieh- und Ressourcephase. Bedeutet, jeder bekommt eine Ressource. Unterhaltsphase, genau. Okay. Jeder bekommt eine Ressource in seinem Vorrat. Jeder darf eine Karte nachziehen. Genau. Und alle Karten, die bislang erschöpft sind, werden bereit gemacht. Das würde sowohl uns betreffen, als auch eventuell vorhandene Gegner. Genau. So, damit ist die erste Runde komplett abgeschlossen. Genau, von der Mythos, ne? Jetzt so, kommt die Mythosphase. Wir beginnen mit der zweiten Runde. Zweite Runde beginnt mit der sogenannten Mythosphase. Als allererstes wird einer von den Verderbnismarkern auf die aktuelle Agenda gelegt. Danach erfolgt die Überprüfung, ob es triggert, bedeutet, die Karte wird auf die Rückseite gedreht und böse Dinge geschehen. Ja. So, des Weiteren bekommt jeder jetzt böse eine Dinge zugeteilt. Eine Karte von eine Karte vom Gegnerstapel wird jetzt jedem einzelnen Spieler zugewiesen. Erstmal in die Bedrohungszone gelegt. Die werden in die Bedrohungszone gelegt. Und jeder entweder liest laut vor, halt, was er hat. Und der Reihe nach wird halt, wenn sie sofort zu erledigen ist, wird es direkt gemacht. Ja, Jörg, fang doch mal an. Gut, meine heißt packende Hände. Stichwort Enthüllung, das heißt, in dem Moment, wo sie aufgedeckt wird, triggert sie. Ich muss eine Beweglichkeitsprobe ablegen gegen die 3. Für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, nehme ich einen Schaden. Da ich selber 4 habe, denke ich mal, bin ich mal so überheblich zu glauben, dass ich die Probe schaffe. Ja, ich möchte die beiden Ressourcen lieber nicht ausgeben dafür. Ich ziehe eine, minus 2 und habe es um einen Punkt nicht geschafft. Das war jetzt nur, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Ich nehme einen Schaden. Und um zu zeigen, wie man auf schnellste Möglichkeit halt dann sterben kann. Die Karte abgelegt. Liebe Zuschauer, ja, ein großer Opfer. So. Ja, ich habe einen Ghoul, der jetzt einfach bei mir als Gegner in dem Drohnen ist. Genau. Als Freund. Warum als Gegner? Ja. Als Freund. Nein, er ist schon ein Gegner. Da kommen wir dann später zu. So, ich habe eine böse Karte, also Verrat. Ich darf keine Vorteils- oder Ereigniskarten spielen, aber ich habe eine Superkarte, die sagt, dass ich für eine Ressource den Enthüllungseffekt dieser Karte aufheben darf. Und das mache ich eben. Ebenfalls eine Enthüllung. Ich muss eine Weisheitsprobe ablegen auf Stärke 3. Und für jeden Punkt, den die Probe misslingt, bekomme ich einen Horror. So, ich habe aktuell einen Wert von 3, die Probe ist auch 3 und ich müsste gleich einen Chaosmarker ziehen. Ich kann aber noch gucken, ob ich selber mich entsprechend pushen kann. Da ich bei Horror nicht so gut bin, möchte ich ganz einfach mich selber unterstützen. Ich gebe mir einfach für meine Fertigkeitsprobe plus 2. Das heißt, ich wäre dann aktuell bei 5 gegen 3 und würde dann den Marker ziehen. Passt genau. Damit sind die 3 Enthüllungskarten abgehandelt, nur ein Gegner liegt noch am Tobi und was mit dem geschieht, werden wir jetzt gleich sehen. Dann fange ich jetzt an, weil ich ja den Gegner an der Backe habe. Ich greife den an, ich habe ja jetzt 3 plus 1 sind 4, der ist 2, also wir verschwenden nichts, wir riskieren das. Machst du nur einen Schaden pro Angriff, ne? Ja. Ein guter Gegner? Also minus 1. Deine Probe. Genau, aber dann haben wir es geschafft, habe ihnen einen Schaden gemacht. Das war dann Aktion Nummer 1. Genau, dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Auch das geschafft. Und damit würde er jetzt eine zweite Marke bekommen, weil er 2 Leben hat, stirbt er und wird auch abgelegt. Ja, dann habe ich noch eine Aktion und mit der Aktion werde ich Erste Hilfe ausspielen. Das ist eben ein Vorteil, der bleibt dann im Spiel. Dann hat man eben 3-mal die Möglichkeit, Heilungen zu aktivieren. Und darum werden jetzt hier 3 Vorteile draufgelegt. Und dann gebe ich ab zu Tanja. Als erste Aktion, liebe Zuschauer, möchte ich eine Karte ziehen. Man darf nicht sagen, welche Karte man hat. Man darf nur sagen, oh, super Hinweis. Oh, super, oder man kann super sagen, Karte. Immer noch keine. Die werde ich aber jetzt auch nicht spielen. Also Tanja ist Drama Queen. Was ist mit Hinweisen? Hinweise. Und jetzt würde ich 2-mal ermitteln. Ja. Yeah.
Minus 2. Hast du geschafft? Passt. Ich überreiche dir einen Hinweis. Ja, ich bin die Einzige, wie ihr seht, das ist deine die Aufgabe. Hier arbeitet. Ja. Dafür beschützen wir dich auch. Ja, genau. Wir schmeißen uns ständig für dich in die Breche. Und plus 1. Ja. Das ist ja leider trotzdem nur einen Marker. Leider. Das waren deine drei Aktionen, ne? Genau, ja. Jetzt leuchte ich meine Karte. Auch du wirst deaktiviert für diese Runde. So, ich habe halt, ja, die Frage ist ganz einfach, ich habe jetzt nichts Besonderes zum Ausspielen, Gegner hat es auch nicht, dich angreifen könnte. Ja, ich könnte trotzdem halt ermitteln. Klar. Damit wir schneller an das Zeug kommen. Das ist der versuchen. Plan. Aber ich habe halt nur sozusagen, ja, ich kann nur die minus 1 da, aber. Wie sind deine Werte? 3 gegen 2. Okay, also ist nicht geht's so eine gute. Gut? Geht's dir gut? Fühlst du dich fit? Ich weiß nicht. Ja, passt. Minus 1. Der passt, perfekt. Genau. Das war knapp, aber es hat geklappt. Ja, es war minus 0, es war kein Gegner mehr da. Das zählt. Das zählt. Nur das den zählt. Sieger Erfolg ist Erfolg. Zweiter Versuch. Beurteilt man nicht. Passt, genau. Wunderbar. Ich hätte jetzt eine dritte Aktion. Ich würde jetzt eigentlich lieber mir noch irgendwie was ziehen. Oder Ressourcen. Oder die restlichen beiden für Jörg liegen lassen. Das Problem ist, dass ich mich nicht selber unterstützen kann und mein Wert ist nicht allzu gut. Ich habe auch nur 3. Ja, dann kann ich auch deine Ressource ziehen. Also ich bin eher dafür, du versuchst es jetzt, dass wir mit der Runde fertig werden. Genau, du hast einen Lauf. Ich hab einen Lauf. Okay, ja, du hast den Lauf. Lauf. Du bist jetzt im. Siehst du jetzt den roten, bist du rausgeschmissen. Dun, 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 dun. Rot ist es auf jeden Fall nicht. Ja, rot ist es und aber gutes. Ein gutes Rot. Ein gutes Rot, genau. Also von wegen hier besser Sammler. 3 in einer Runde, ja. Neuer Rekord. So. Von uns zu. Ja. Roland Banks. Ja, dann jetzt ich. Ich bin natürlich eigennützig. Ich möchte erstmal. So ist Wendy. Dankeschön. Für 2 Ressourcen, die ich noch habe, deswegen wollte ich mich gerade nicht unterstützen, möchte ich, wenn ich hier sind auf der. Aber jetzt als zweite Aktion, ich habe leider noch nichts, womit ich meinen Ermittlerwert steigern kann. Ich versuche auch einmal zu ermitteln. Ich habe 3, da liegt eine 2. Ich habe eine 0 gezogen. Die tue ich wieder in den Beutel. Und der letzte Hinweis ist meiner, der Raum ist praktisch erforscht. Dann habe ich noch eine dritte Aktion und mit dieser dritten Aktion werde ich mir wieder eine Ressource nehmen, um ein bisschen besser dazustehen. So, er darf das und ich nicht. So, auch du bist deaktiviert. Richtig. So, wir könnten jetzt überlegen, wir haben ja eigentlich die geforderten 8 Hinweise zusammen. Ist nur die Frage, ob wir die jetzt einlösen wollen oder halt in der nächsten Runde. Wenn wir jetzt noch eine Runde warten, dann könnten wir jetzt alle noch einen Gegner bekommen, was uns wieder auffällt. Wenn wir das jetzt schon machen, sind wir ja schon im nächsten Raum. Ich finde, wir sollten jetzt schneller gucken, dass wir durchkommen. Das heißt, wir könnten jetzt unsere 8 Hinweise gesammelt abgeben. Ja. Und würden damit halt die geforderten 8 hier von unserem Szenario erfüllen. Die Tür im Boden. Du bemerkst, dass die Kanten deines brandneuen Teppichs ausgefranst und schlammbefleckt sind. Sie erscheinen dir merkwürdig und du schiebst die Möbel beiseite, um den Teppich hochzuklappen. Zu deiner Überraschung findest du darunter die Tür, die aus deinem Arbeitszimmer führt. Langsam drehst du den Türknauf, die Tür öffnet sich. Bringe die beiseite gelegten Orte Flur, Keller, Dachboden und Wohnzimmer ins Spiel. Lege jeden Gegner ins Arbeitszimmer ab, platziere jeden Ermittler im Flur, entferne das Arbeitszimmer aus dem Spiel. Letzter Zug in unserer Ermittlerphase, womit wir wieder zur Gegnerphase kämen. Die nicht vorhandenen Gegner, also wird diese Gegnerphase jetzt logischerweise auch übersprungen. Und wir sind wieder in der Unterhaltsphase. Bedeutet, jeder bekommt eine Ressource und jeder darf eine Karte ziehen. Prima, ich habe meine Schwäche gefunden. Sobald das Spiel endet und falls sich noch Hinweise auf Vertuschen befinden, du erleidest ein seelisches Trauma. Möchte ich nicht wirklich haben. Das bedeutet, dass ich 3 Hinweise finden muss, die uns nichts nützen. So, jetzt halt die Frage, wer geht wohin? Die Unterhaltsphase ist vorüber, bedeutet, die ganz komplette Runde ist vorüber. Wir starten mit der Mythos-Phase. Ein super, super, super böser Marker kommt hier drauf. Der zweite. Ich habe mal wieder eine Enthüllung. Platziere einen Verderbensmarker auf die aktuelle Agenda. Durch diesen Effekt kann die aktuelle Agenda vorrücken. Danke dir. Möchte hast du gut gemacht. Ja, dann möchte jemand anderes vorher noch was machen, bevor wir das umdrehen? Ich fürchte nicht, ne? Also, das war wieder Wendy. Ja, das war Wendy.
Es kommt ja eigentlich der dritte drauf, aber kommen wir auch alle runter und dann kann unser Ermittlungsleiter wieder vorlesen, was auf der Rückseite steht. Ein Sturz durch die Zeit. Vor deinen Augen verändert sich das Haus weiter. Die Wände sind eingefallen und in vielen Räumen sind die Fußboden zu Staub geworden. Der Ermittlungsleiter muss entscheiden, wähle 1. Entweder legt jeder Ermittler eine zufällige Karte von seiner Hand ab oder der Ermittlungsleiter nimmt 2 Horror. Also ich will, wie stark bist du denn geistlich? Ich habe 6. Du hast ja Heilfähigkeiten, ja. Also da ich meine Spezialkarte, das Amulett, schon gezogen habe, wäre ich bereit, eine zufällige Karte abzulegen. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Eine? Das Dumme ist, dass es zufällig ist. Ja. Ich nehme die 2 Schaden. Ich bin ja der Ermittlungsleiter. Ich entscheide das. Ich habe ein Glück, erste Hilfe, wo ich mich auch noch selber heilen kann. Das ist aber sehr nett von dir. So, Tanja hat auch einen Gegner gezogen. Ja, ich muss kämpfen. Beute, das heißt, sie selber hat ihn. Ich habe auch einen Gegner gezogen. Da steht aber drauf, erscheinen Dachboden. Ah. Okay. Ja, und ich habe auch einen Gegner, wieder den gleichen Ghoul von eben. Na, das heißt, die Gegner, die bei euch liegen, sind halt Minis, einfach nur zu töten. Der hier, wenn wir den töten, gibt noch Siegpunkte für uns. Jetzt lese ich nochmal eben die Barriere im Wohnzimmer vor. Der Eingang zum Wohnzimmer ist durch eine dunkle, glühende und undurchsichtige Barriere versperrt. Du kannst dich nicht ins Wohnzimmer bewegen. Also der ist jetzt erstmal momentan, das Wohnzimmer ist jetzt nicht betretbar. Wir können nur in den Keller oder in den Dachboden. Ja. Ich würde sagen, Micha, kannst du dich nicht vielleicht um das Monster kümmern? Bei Daisy. Ich muss ihn erstmal halt in den Kampf verwickeln mit mir. Ich kann ihn 2-mal angreifen. Wenn ich 2-mal schaffe, kriege ich 2 Schaden. Das heißt, er hat dann immer noch ein Leben. Ist es nicht besser, dass ich dann anfange, ihm schon ein Leben wegnehme? Wenn du das kannst. Ja, einmal kann ich das. Zur Not könnte ich ihn auch auf mich ziehen. Ich habe den Baseballschläger, gib mir +2 Stärke. Dann komme ich auch auf 3 zumindest. Ich und dann könntest du noch abhauen. Kann mich gut unterstützen. Und danach haue ich ab und er ist erschöpft. Und dann versuche ich zu entkommen. Er ist erschöpft. Ja, das ja gut, dann könnte jeder auf ihn einprügeln. Genau. Ne? Und ich mache, du hast ja selber einen Gegner. Beim Angriff mache ich +1 Schaden. Also ich würde sagen, die Idee finde ich gut von Jörg. Jörg, zieh mal das Monster zu dir. Gut, dann gib mir doch mal bitte Aktion 1. Immer gerne. Komm zu mir. War Aktion Nummer 1. Genau. Die Aktion Nummer 2. Ich versuche ihn zu bekämpfen. Kampfaktion, ich bekomme +2, ich habe 1, macht also 3, genau wie der Gegner. Ich unterstütze mich selber noch, ich spiele ein Überwältigen dazu, das bringt +2 Kampf. Na, dann steht es 5-3, bin mal wieder so überheblich und gebe keine Ressource aus für die harte Schule des Lebens. Ja, 5-3 ist ja gar nicht so überheblich. Zu -2 ist alles gut und ich habe -1 gezogen, das heißt... Ja. Der gute, gefräßige Ghoul kriegt schon mal 2 Schaden. Ja, na, denn der Baseballschläger gibt mir +1 Schaden und einen kriegt er ja sowieso. Das heißt, diese Karte ist weg. Das war Aktion 2 und die Aktion Nummer 3 ist, ich versuche wieder zu entfliehen. Ja. Ja, dafür gebe ich eine Ressource aus, da mir die harte Schule des Lebens dann ein +1 darauf gibt. Das heißt, ich habe jetzt 5-3. Ich muss wieder eine... Gute Sache ziehen. Passende Marke ziehen. Ich habe eine 0 gezogen. Ich bin ihm entkommen. Ja. Er ist erschöpft. Das hat den Vorteil, dass er uns jetzt nicht angreifen kann. Ja. In dieser Runde. Er liegt also erschöpft hier im Raum rum. Dann würde ich sagen, weil ich den nächsten Ghoul an der Backe habe, greife ich hier an. Beziehungsweise werde ich es erstmal so machen, dass ich für 4 noch eine Waffe spiele. Da kommen dann 4 Munitionen drauf. Also ich gebe eine Munition aus, weil ich kriege dann eben +1 Angriff und... +1 Schaden. Genau, +1 Schaden und hier, das heißt, ich habe dann 3, 4, 5, ist dann 5-2. Das sollte im rechten Bereich des Möglichen sein. Tobi zieht natürlich jetzt den roten. Unser Brettspiel hält, zieht den roten Marker. Nein, sehr gut, auch das hat jetzt geklappt. Ja, weil es sind 1, 2... Nein, nein, im Raum. Im Raum, ja, 1, 2. Genau, so, aber 2, es steht, steht ja 5-4 im Endeffekt. Ja, ja, ja. Passt. Und damit ist es geschafft. Der ist. Mausedote. Okay. Den wird da abgelegt. Das heißt, den haben wir getötet. Das war meine 2. Aktion. Dann habe ich noch eine Aktion. Ich mache es so: ich nehme eine Ressource. Und dann bin ich auch durch. So, das heißt, dann werde ich den frei im Raum rumfliegenden Ghoul jetzt angreifen.
Ich habe einen Angriffswert von 4, das gibt mir plus 1, das gibt mir plus 1, wäre ich also 6 gegen 3, das ist eigentlich im Bereich des Machbaren. Ta-ta-ta-ta. 0. Ja. Ba-bam. Das heißt, auch dieser Ghoul ist erstmal kein Ghoul mehr. Nur noch ein Haufen. Das war Aktion Nummer 1. Da kann ich mich jetzt in den nächsten Raum bewegen, zum Beispiel. Nach unten? Ja, ich würde sagen, geh nach unten. Dann gehe ich in den Keller. Das war dann Aktion 2. Jetzt wird es umgedreht. Ich lese das mal vor. Erzwungen. Nachdem du den Keller betreten hast, nimm einen Schaden. Dann hätte ich jetzt noch eine Aktion. So, das heißt, ich könnte ermitteln mit meiner eigenen Stärke von 3 gegen 4. Da sind die Chancen ziemlich schlecht, um nicht zu sagen, so gut wie ausgeschlossen. Ja. Von daher würde ich jetzt ganz einfach eine Karte ziehen. Dann ist Tanja dran? Ja, ich habe nichts anderes zu tun, als auch in den Raum zu gehen. Ich gearbeitet. Da muss dann ich darfst du dir einen Schaden nehmen. Ja. Naja. Darf ich mir endlich mal einen Schaden nehmen? Als zweite Aktion werde ich dann so eine Karte spielen. Ich werde jetzt ermitteln und falls die Fertigkeitsprobe gelingt, werde ich einen zusätzlichen Hinweis bekommen. Die Karte wird abgelegt. Ich habe aber noch eine Aktion, eine dritte Aktion. Ja. Dann werde ich eben für eine Karte ausspielen und damit. Jetzt hast du einen Bonus. Das ist ein Bonus von 1, also bist du jetzt bei 6 gegen 4. Ja, dann würde ich ermitteln. Minus 2. Ja, passt genau. Haben wir gerade geschafft. Ja. Sehr schön. Damit bin ich durch. Aber jetzt kommt erstmal die Gegnerphase, bevor die Unterhaltsphase kommt. Achso, ja, stimmt. Okay, das hat ja aber Gegner. Stimmt, so. Das ist kein Jäger, ne? Das ist kein Jäger, ja, das heißt, der bleibt ganz einfach da liegen und harrt der Dinge, die dann er kommt auf ihn tatsächlich Unterhaltsphase. Ja, jetzt ist die Runde vorbei und dann geht's wieder los. Das Ding noch draufgelegt. Es gibt wieder neue böse Karten für uns. Ich fange wie üblich an. Ich habe den verhüllenden Nebel gezogen. Hänge diese Karte an deinen Ort an. Nur einer pro Ort. Der Ort mit dieser Verstärkung bekommt plus 2 Schleier. Da ich noch im Flur bin, lege ich das da einfach hin. Nachdem an diesem Ort mit dieser Verstärkung erfolgreich ermittelt worden ist, können wir den Nebel ablegen. Aber da wir dann nicht ermitteln wollen, passiert da eigentlich auch gar nichts. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich habe das Böses aus uralter Zeit, Enthüllung, platziere eine Verderbensmarker auf die aktuelle Agenda. Dadurch dieser Effekt kann diese aktuelle Agenda ja vorrücken, na, aber nicht so dramatisch kommen. Ja, es ist auch jetzt besser als... ja, aber wir haben genau falsch rum und böse gezogen. Ja. Wir hätten Janis und ziehen müssen, die sind ganz böse. Ja. Weil meine sagt ganz einfach, bewegen, kämpfen und dann kommen kostet mich eine weitere Aktion. Und sie hat den Gegner. Ja. Prima. Wir müssen dann wohl doch zu euch. Verdammt, der erscheint im Keller. Moment, es passiert Folgendes. Du kriegst den Gegner gar nicht, weil hier steht erscheinen Keller. Ja. So, dort sind zwei Gegner und wenn er halt Gegner hat, nimmt er im Zweifelsfall, entweder steht da drauf, wer ihn bekommt, Beute. Steht hier nicht drauf. Und von daher kann im Zweifelsfall der Ermittlungsleiter sagen, wer ihn kriegt. Ja, ich gewinne den Micha. Warum denn? Ja, ich werde gleich... Lass doch die Frau kämpfen. Ich werde gleich schon mal einen... Dann kann ich ihn zumindest, einmal angreifen. Ja, ja, ich werde dir helfen. Und irgendjemand kann mir vielleicht dann beistehen. Leider können wir beide nicht helfen, da wir beide noch im Flur rumhängen und der Michael im Keller sagen, ist. Ich gehe jetzt runter. Das ist meine erste Aktion. Das war ziemlich als bestimmt. Zweite Aktion... hole ich den zu mir. Dann werde ich eine Munition ausgeben. Habe 1, 2, 5 gegen 3. Ihr habt es gesehen, es tut mir leid, es ist einfach etwas Glück. Also du machst einen Schaden, die Waffe macht einen Schaden, sind schon mal 2. Genau. Du müsstest den Streifenmodus abwerfen, um ihm den dritten Schaden zu machen. Ja, das werden wir noch machen. Einen Schaden machen. Ich werde den leider opfern. Das heißt, 3 Schaden sind drauf. So, und Tanja. Es gibt eine Schneiderei. Ja. Wie sicher bist du, dass du im Haus liegst? Weil ich könnte auch den abschmeißen und damit wäre okay. Er direkt tot. Nein, dann lass. Ja. Also ich bin 4 gegen 3. Welche Möglichkeit hast du? 4 gegen 3. Ja. Weil das liegt ja offen hier. Ne? Das heißt, ich kann ihn halt genauso wie Tobi töten. Okay, Micha macht das. Ja, dann das ist keine Aktion. Das heißt, ich kann ihn ganz einfach opfern. Das Vieh kriegt einen Schaden. Damit stirbt das Viech. Das wird hier gelagert, weil es gibt uns einen Siegpunkt.
Und meine Sonderfähigkeit, ich habe einen Gegner getötet und hier ist ein Hinweismarker, das heißt, in dem Fall bekomme ich sogar einen Hinweismarker. Genau. So, und jetzt habe ich sogar noch drei Aktionen. Aktion 1, ich spiele einen neuen Verbündeten aus, nämlich den Wachhund. Probier es durch. Aktion 2, ich nehme mir 3 Geld. Aktion 3, ich gebe die 3 Geld aus, um meine Machete auszuspielen. Am Ende deines Zuges muss ich hier die Probe ablegen. Damit ich das Ding endlich loswerde, bräuchte ich ein Köpfchen, 3 gegen 3. Ich will die Karte nicht so gut. Ja, dann schmeiß die ab. Ja, dann ja. Okay, gibt dann plus ein Köpfchen, ja? Ja. Dann hätte ich jetzt, darf alles ziehen, bloß keine minus 2, keine minus 3, keine minus 4. Und den roten. Und den roten. Oh. Und jetzt sehen wir es. Passt minus genau. Eins. Hervorragend. Perfekt. Mach du mal. Ja. Als erste Aktion spiele ich den Kerl für 4. So ist erst mein guter Freund, mein Verbündeter. Und ja, jetzt würde ich betteln. Gute Chance aus. Da muss ich keiner mehr zuschmeißen. Ausgleichen. Jetzt kommt der rote Marker. Nein. Nein, kommt nicht. Das ist eben nichts. Wir haben ja hervorragend. Und nachdem ich erfolgreich ermittle, ich erhalte eine Ressource. Genau. Und jetzt würde ich nochmal ermitteln. Ja, dann. Ich bin wieder bei 7, ja? Ja, du bist eben der beste Ermittler. Du hast jetzt einen Wert von 7 und 4. Ich bin einfach die beste. Weiter brauchst du nichts sagen. Weil da muss weil da braucht keiner von uns versuchen zu ermitteln. Wir haben so zwei Sachen, den toten Kopf und die Null. Gut, dann ist Wendy dran. Ja, dann ist Wendy dran. Ich ziehe erstmal eine Karte. Ich spiele eine Karte, die mich 0 kostet, nämlich einen Ledermantel. Dadurch kann ich 2 Schaden mehr aushalten. Ja, ist die Frage, soll ich noch etwas ziehen oder soll ich mir doch einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal 3 Ressourcen. Ich nehme mir mal 3 Ressourcen. Leider habe ich das Amulett draußen liegen, nachdem ich eine Hex gespielt habe, platziere es unter dein Deck statt auf meinem Ablagestapel. Ja. Gut, das waren meine 3 Aktionen. Ich bin so erschöpft davon. Dann startet die nächste Runde. Es ist Verderbnis-Time. Ich mache mal wie üblich den Anfang und wir haben einen ich habe einen Rattenschwarm gefunden im Flur, den sogar ich besiegen, das glaube ich, besiegen können. Ja, ich habe die missklingende Stimmen in deine Bedrohungszone ins Spiel. Du kannst keinen Vorteils- oder Ereigniskarten spielen. Am Ende der Runde legt missklingende Stimmen ab. Genau. Also, ja, ich kann einfach eben keine Vorteils- oder Ereigniskarten spielen. Richtig. Also so gut wie fast alles. Tanja? So, ja, ich habe Enthüllung, lege eine Geschwindigkeit oder Geschicklichkeit Probe ab. Das würde ich jetzt machen. Beweglichkeit, aber egal. Beweglichkeit, ja. Auf jeden Punkt, um den Probe misslingen, nehme ich einen Schaden. Also ich werde mich jetzt ein bisschen pushen mit der Karte. Damit bin ich 4 gegen 3. Und ich muss halt. Ja. Ihr beide könntet theoretisch unterstützen. 4 gegen 3 ist jetzt nicht das super. Was ja, brauchst du? Aber es griff für jeden drüber, da drunter. Also das ist ja, auch ein Risiko. Das ist nur ein normaler Schaden. Oh, oh. Ja, also ihr seht, es gibt auch andere Zahlen. Du musst es jetzt beweisen. Kriegst du 2 Schaden? Ja, jetzt krieg ich 2 Schaden. Muss mich jemand heilen? Ja, ich werde dich dann gleich noch ein bisschen. Super, Herr Ermittler. Du musst deine eigenen Heilerkarten ziehen. Oder hast du sie nicht reingetan? So ist er. Ja, hart. Du lässt mich aber nicht. Hertha, Brettspiel. Ja, ich darf auch so eine tolle Probe machen, nämlich gegen Weisheit. Und ich kriege Horror. Das ist auch meine böse Seite. Das heißt, ich bin 3 gegen 3. Hat jemand ein Köpfchen mal so loswerden möchte? Mich brauchst du nicht zu fragen. Ja, ich unterstütze dich mit einem Kopf, also Köpfchen, mit Intellekt. Nein, Intellekt sind die Bücher, das ist Wahrnehmung? Nein. Oder Willenskraft heißt es. Das Köpfchen ist Willenskraft. Also ich unterstütze dich mit meiner... Gut, dann bin ich 4 gegen 3 und muss es halt riskieren. So, du hast die minus 3 ja gerade gezogen, das heißt, sie ist jetzt weg. Zur Bestätigung ziehst du sie jetzt nochmal. Ich kann noch besser, minus 4. Ah,
Da ist es! Du hättest vielleicht eben nicht zeigen sollen, dass da alle Marker drin sind. Ja, das ist verschwiegen, sag ich doch. Wir wollen doch jetzt ein bisschen Spannung für die Zuschauer. Was schneidest du raus? Ich zieh nochmal neu. Nein. Das heißt, die Probe ist misslungen. Das heißt, mein Wert ist 0. Ja. 0 gegen 3, das heißt, ich kriege 3 Horror. Supi. Ja, dann solltest du vielleicht mal deine erste Hilfe. Naja, ich würde jetzt ja einige heilen müssen. Wie viel Leben hat Tanja? Oh Gott. Eigentlich. Ich habe fünf Leben und 3 Schaden und Micha hat 5 also Seelen. Du weißt, dass du auch auf den Vermittelten. Ach ja, stimmt. Legen könnt. Dann wäre der Vermittelte aber tot. Du nicht, aber. Achso, dein Vermittelte wäre auch tot. Das machen wir erst, wenn es sein muss. Ja. Also, ja, wir haben wieder genau richtig rumgezogen. Das heißt, sie hat meine Karte gezogen, ich habe ihre Karte gezogen. Ja. Und das schon zum zweiten Mal. Eieieiei. Nun gut, das war die Mythosphase. Ah. Ermittlerphase. Das war jetzt total langweilig. Ja, jetzt würde ich sagen. Ich fange an, ich kämpfe. Ich habe einen Kampfwert von 1. Ich habe einen Baseballschläger, der mir plus 2 gibt. Das heißt, 3 habe ich. Das heißt, 3 habe ich. Ja, ich habe kein. Ich könnte allerdings. Ich unterstütze mich selber. Ich spiele einen zweiten Ledermantel, den ich eh nicht mehr anziehen kann. Der passt nicht da drüber. Das heißt, ich habe 4 gegen 1. Möchte nicht den roten Marker ziehen. Musst du aber. Zieh aber nur die 0. Das ist die 0. Genau, das heißt, geschafft. Die Ratten kriegen woanders. Ja. Das war die erste Aktion. Die zweite Aktion, ich gehe immer noch nicht rauf, ihr seid immer noch nicht nah genug bei mir. Oder? Kommt ihr mir zur Hilfe? Ich überlege gerade, weil eigentlich muss ich jetzt schon wahrscheinlich euch jede einmal heilen. Genau, das heißt. Also ich komme schon nicht hoch. Beziehungsweise du kannst dich. Du kommst höchstens bis zu dem Flur dann, aber. Genau, aber der Micha würde dann ja hochkommen können. Und dann noch einmal angreifen. Genau, und du suchst das die heißt, beiden. Du bist fertig, ja? Nein, ich habe jetzt eine Aktion gemacht. Übrigens, okay. Entschuldigung, ich denke, du hast vergessen, hier einen Schaden zu nehmen, weil jeder, der den Raum eintritt. Stimmt. Stimmt, ja, ich krieg auch einen Schaden. Ja gut, davon hältst du ein bisschen was auf. Das Problem ist, ich kann, doch heilen kann ich ja, weil das beeinflusst diese Karte eben nicht. Das funktioniert, ich darf nur nicht keine Karten ausspielen. Ja, also ich würde sagen, du gehst hoch. Du würdest sagen, ich gehe hoch. Jawohl. Ja, dann gehe ich mal hoch. Wenn der Ermittlungsleiter mich nach oben schickt, dann gehe ich hoch. Nein, wir sprechen das erstmal im Team. Aber ja, irgendwann muss ich hoch. Wir verschwenden sonst zu viel Zeit. Richtig. Irgendwann muss ich mal wir hoch. Haben jetzt aber ziemlich viel Schaden gekriegt, den wir eigentlich nicht hatten. Aber was das Problem ist, wenn ihr da Schaden bekommt, werde ich hier was anderes bekommen. Aber was bringt das dann, dass du hochgehst? Ich verstehe nicht. Ja gut, er kann fliehen, das heißt, er kann ihn immer sozusagen beschäftigen. Ja, okay. Ich bin hochgegangen, erstmal nehme ich einen Horror, dann kommen da wieder 8 Marker drauf. Und langsam knapp, ne? 1, 2, 3, passt genau. 4, 5, 6, 7, 8, genau. Hier erzwungene, den Horror habe ich mir genommen. Und die dritte Fähigkeit. Also, ich würde ihm zu entkommen. Ja, natürlich. Wendy hat jetzt einen Schaden bekommen. Ich hatte überlegt, ob ich. Weil das, der Raum eben, die Karte sagt genau das gleiche. Nicht ein Schaden, ein Horror. Ich habe einen Horror bekommen, ihr bekommt im Keller einen Schaden. Ja, dritte Aktion, ich versuche dem Biest zu entfliehen. Das Biest hat 1. Der Fleischfresser hat 1. Ich habe 4. Ich habe. 4, 4, 4. Ich gebe mal einen aus. Nein. Ich werde nicht die minus 4 ziehen. Ich werde nicht die minus 4 genau. ziehen. Genau. Natürlich ist das nicht. Du bist Wendy mit dem Baseballschläger. Minus 4 ist ja gar nicht drin. Nee? Hast recht. Ich habe nur die minus 1 gezogen. Ja. Das heißt. Damit ist der erschöpft. Genau. Ich auch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich meinen Zug. Ich heile einmal bei Micha einen Horrorschaden. Und einmal bei Tanja einen normalen also einen Schaden, also einmal Horror, einmal Schaden. Meine Schaden sind normal. So. Das erste war eine Karte. Habe ich eine Karte gezogen? Ich bin raufgegangen, habe gekämpft.
Habe ich eine dritte Aktion gemacht? Was war meine dritte Aktion? Geflüchtet. Geflüchtet. Ausflüchtet. Immer diese Feiglinge. So. Das heißt, nee, der ist ja gar nicht im Raum, das, ne? Das ist der Chef bei dir, ne? Der hat sich ja da gar nicht. Stimmt. So, jetzt habe ich noch eine Aktion. Und dann würde ich sagen, gehe ich. Obwohl, nee, wenn du flüchtest, dann ist der jetzt erstmal. Der ist wieder im Raum. Der ist jetzt im Raum, stimmt. Du bist ja geflüchtet. Ich bin geflüchtet. Ist ja kein anderer da. Der heftet sich erst wieder bei dir an, wenn er bereit gemacht wird. Genau. Und ich gehe jetzt schon mal eine Stufe hoch, dass wir. Und bin damit durch. Ach, ich dachte, du wolltest. Ich habe jeweils einmal geheilt. Ah, du hast geheilt. Und dann gehe ich schon einmal hoch, so, weil. Ansonsten verschwenden wir die Zeit. Keuchen. Genau. Dann würde ich sagen, vielleicht erst Tanja. Ja. Ja, ich darf ermitteln. Da bist du wieder mit 7 gegen 4. Geschafft. Und den einen werden wir wohl auch noch schaffen. Auch der ist geschafft. Und jetzt würde ich eine Karte ziehen. Ich würde eigentlich im Prinzip bei ihr bleiben, ne? Weil wir ziehen ja gleich wieder was. Ja, ja. Obwohl, das, ich ist dann wieder, das ist wieder deswegen, doof, Tanja, deswegen, sorry. Deswegen solltest du hochgehen. Tut mir leid. Dann werden wir alle drei in einem Raum. Wir erklären jetzt. Ich kann andere Sachen machen, das war hier. Ja, aber das Problem ist, wir verschwenden zu viel Zeit. Pass auf, wir erklären das. Eigentlich finde ich das gut mit der Karte ziehen, aber weil du dann hier bleibst und wir dann in der nächsten Runde, dann werden wir ja wieder zugeteilt. Wenn der Micha jetzt hochgeht, um hier hinzukommen und du ziehst gleich ein Monster, bist du alleine in dem Raum. Darum ist es besser, du verschwendest jetzt, verzichtest auf die Karte und gehst mit deiner Aktion hier, weil dann kann ich zum Beispiel dir schon helfen oder Micha könnte dann jetzt schon hochgehen, weil ich bin dann ja hier, um dir zu helfen. Dann machen wir es so. Also jetzt. Dann mache ich meine dritte Aktion und ich gehe hoch. Okay, dann gehst du auch schon mal in den Raum. Dann ist Micha dran. Also ich würde auf jeden Fall aber nicht ganz hochgehen, weil. Nein, hoch nicht. Es reicht, wenn du in den Flur gehst. Ja? Dem kann ich zur Not nochmal reinkommen. Ja, ja, eben, deswegen, weil ansonsten würde er sich unter Umständen an mich heften dann, ne? Was hat er für eine. Aber du bist ja noch. Ja. Du kannst dich am besten gegen den wehren, ne? Du bist der Stärkste von uns. Ja, er kann. Er ist der Stärkste, aber ich. Ja, ja, du kannst ihn immer wieder ausschalten, ist mir schon klar. Ja, ansonsten kommst du zu uns. Achso, die Karte kommt auch weg, weil ich habe schon. Ja. Die kann man auch ablegen. Nee, klar, ich komme auf jeden Fall zu euch. Das ist die Probe ab. Das ist am Ende der Runde. Aktion 1, Aktion 2, ich nehme eine Knete. Und Aktion 3, ich spiele eine erste Hilfe aus. Weil wir haben ganz einfach zu viele Schaden. Okay. Damit ich auch mal heilen kann. Immer noch erschöpft. Immer noch erschöpft, ja. Ja, stimmt. Jetzt kann die Karte weg, weil die verfliegt einfach am Ende der Runde. Am Ende der Runde ist am Ende der Unterhaltsphase, ne? Ja, aber wir sind jetzt, das wird jetzt nichts mehr passieren. Ja. Wir können sie jetzt schon schnell. Gegnerphase, er macht nichts, weil er erschöpft ist. Das heißt, alle Karten werden wieder. Alles wird bereit gemacht, jeder bereit kriegt gemacht. Eine Ressource. Ich habe eine Schwäche gezogen, ich muss sie ins Spiel bringen. Und dann bewege eine Ressource aus deinem Ressourcenvorrat auf die Krankenhausrechnung nur zweimal pro Runde. Und sobald das Spiel endet und falls sich weniger als 6 Ressourcen auf die Krankenhausrechnung befinden, du verdienst für dieses Szenario 2 Erfahrungspunkte weniger. Also im Endeffekt muss ich gucken, dass ich im Spiel hier 6 Ressourcen drauflege, dass ich keine Minuspunkte sammle. Ich habe Probleme, die Dinger hier noch wegzukriegen. Es wird alles bereit gemacht, er auch. Das heißt, er heftet sich dann halt an dich. Automatisch. Weil du der Einzige im Raum bist. Ja, dann geht die nächste Runde los. Ich muss eine Wahrnehmungsprobe ablegen. Das ist das Köpfchen. Ich habe 4. Für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, nimmst du einen Horror. Gut, ich bin relativ ausgeglichen in den Werten mit 7-7. Gib mir doch mal bitte den Markerbeutel. Wir wollen auch beweisen, dass wieder die Plus 1 und die 0 dabei ist. Ich versuche. Minus 1 reicht trotzdem. Gleich 4, 3, minus 1. Ich kann die Karte abwerfen. Ja, ich muss auch eine Probe ablegen. Die Grabeskälte, lege eine Willenskraft, also eine Willensprobe ab auf 4. Ich habe leider nur 2. Jetzt muss ich eben gucken, dass ich mich pushe und werde jetzt 2 Karten dafür investieren. Da kriege ich 2 plus 2, also 6. Habe ich dann insgesamt, also 2, 4, 6. Und hoffe, dass sich das klappt, weil wenn sie nicht klappt, muss ich eine Vorteilskarte pro Minus ablegen, was echt scheiße das wäre. Das wäre wirklich. Das wollen wir nicht.
Haben wir einen Ghoul-Gegner am Ort? Du bist hier. Das ist kein Ghoul. Ach, das ist minus 1. Falls die Probe misslenkt, nimmst du einen Horror. Jetzt habe ich es geschafft, weil ich habe 6. Das ist 4, also werden wir auf 5. Ich habe ja die gleiche Karte wie du. Weisheit. Und mein Wert ist jetzt ein 3 gegen 4. Also die Karte werde ich auf jeden Fall abgeben. Weisheit, um wahrnehmen. Also jetzt bin ich 4 gegen 4. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch eine Karte opfern. Mindestens, ja. Ja, das werden wir auch so tun. Das minus ist 1. Minus 1. Dann bist du bei 0. Und dann hast du es geschafft. Super. Ja. Ja, ich habe eine tolle Karte. Bewegen, kämpfen oder entkommen kostet mich eine zusätzliche Aktion. Das heißt, ich bin wunderbar und muss am Ende halt eine Probe ablegen auf Weisheit bei 3 gegen 3. Und da habe ich gleich auch schon das nächste Problem. Ja, so sieht's aus. Aber ich finde, wir müssen gucken, dass wir alle nach oben kommen. Dass wir aber hier, wenn ich reingehe, kriege ich den nächsten Schaden. Genau. Und dann kannst du dich aber heilen. Dann heilst du dich selber. Genau. Was gibt das? Das gibt einen Horror. Ja, und du heißt den. Und eine Aktion habe ich noch, mit der kann ich sonst eh nichts Vernünftiges machen, dann heile ich den. Ja. Genau. So, dann bist du. Bin ich schon wieder durch. Ja, super. Und muss jetzt die Probe ablegen und würde mich ganz einfach ich gebe ich halt eine erste Hilfe aus, ist halt so, um mich zu pushen, damit ich das Ding loswerde. Nein, behalt hier auf der Hand. Das ist einfach zu wertvoll. Ja. Unerwarteter Mut. Dann kriegst du sogar 2 dazu. Dann bin ich 5 gegen 3. Dann sei mal mutig. Oh, das Ding ist total nervig. Oh. Ja, irgendwann muss auch was passieren. Der Micha hat immer diese. Jetzt kommt es. Dann bleibt das Ding bei mir liegen für die nächste Runde. Ja, schön. Okay. Also nochmal. Also, meine erste Aktion. Ich versuche, dem Fleischwasser zu entkommen. Ja. Gute Idee. Dankeschön. Nachdem es eben hoffentlich finde ich es auch. Eine 0. Das heißt, ich bin ihm entkommen. Das heißt, er ist erschöpft. Er liegt erschöpft im Raum. Für 2 Ressourcen spiele ich dann, dass ich dem Gegner mit einem Streichangriff 2 Schaden zufüge. Weil er erschöpft ist. Dann hat er noch 2 Leben. Genau, die kommt unten drunter, die Karte, weil ich ja. Wenn die spiele. Und dann gebe ich nochmal 2 Ressourcen aus. Das hätte ich gerne vorher gehabt. Leider ging das aus taktischen Gründen nicht. Ich spiele Taschendiebstahl. Wenn ich nochmal einem Gegner entkommen muss, dann kann ich eine Karte ziehen. So, 2 Sachen. Erklär doch mal ganz kurz die Fähigkeit von der Wendy, dass die Leute verstehen, warum du die Karte unter das Deck legen durftest. Ich darf das oberste Ereignis in meinem Ablagestapel spielen, als ob es sich auf meiner Hand befände. Dafür muss ich aber, das ist erzwungen, sobald ich ein Ereignis gespielt habe, das unter das Deck packen. Das habe ich gerade gemacht. Damit habe ich da keinen direkten Zugriff mehr drauf. Gut, dann ist Wendy durch. Bin ich dran, ja? Mach ruhig. Ich gehe mal nach oben. Das ist die erste Aktion. Dafür darfst du dir einen Horror nehmen. Das mache ich immer gerne. Ich nehme einen Horror. Ich habe ja genug. Eigentlich nehme nicht ich den Horror, sondern mein Verbündeter Miskatonik. Und als zweite Aktion werde ich ermitteln. Sogar mit minus 3 hast du. Sogar mit minus. Und ich bräuchte eigentlich eine Karte. Ja, dann zieh mal. Weil ich gleich wahrscheinlich einen Gegner bekomme. Aber dann hat der Michael größere Chancen. Perfekt, ich habe jetzt eine Schwäche gezogen. Dann bin ich dran. Dann geht meine erste Aktion natürlich auch nach oben. Ich greife mal an. Ich kann nicht mich pushen, wenn ihr mich noch helfen könnt. Du hast plus 2. Ich überwältige sie, hoffe ich doch mal. Also ich kriege jetzt Unterstützung plus 2, gebe meine Munition aus. 3, 4, 5. Schon 6. Dann sind wir auf 6. Und dann hoffen wir doch, dass wir den töten. Das haben wir dann gerade geschafft. Ja, genau. Der ist tot. Und gibt einen Siegpunkt. Gibt einen Siegpunkt, die Karte kommt weg und ich spiele dann noch ein Ereignis auf schnell und wenn ich nachdem du einen Gegner besiegt hast, erhältst du einen Hinweis. Wie üblich fange ich an, platziere einen Verderbnismarker auf die aktuelle Agenda. Oh, haben wir das schon 6 von 7. In der nächsten Runde wird es
auf jeden Fall getriggert. Ich habe eine Ratte, also nichts Dramatisches. Ich muss eine Probe ablegen, Beweglichkeit 2 gegen 3 momentan, brauchen mindestens 2 Punkte. Ja, ich gebe dich. Oder 3. Ich gebe dich. Okay. Ja? Ja. Weil sonst kriege ich Schaden und dann. Also ich habe 2 für dich. Jetzt sind wir 4 gegen 3. Komm, Überlebensinstinkt noch dazu gespielt, ist auch noch ein Füßchen mehr, 5 gegen 3. Ja, mal gucken. Was macht das mit mir? Nein, die macht das nicht mit mir. Ja. Also hast du es um 2 nicht geschafft. Genau, also kriegst du noch einen Schaden. Weiteren. Ja, sag ich schon, ich bin fast tot. Ja, da werden wir dir wohl helfen müssen beim Heilen. Ja. Aber fast noch nicht gut, ja. Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja. Gut. Ja, muss ich wohl angreifen machen. Falls ein Gegner halt der einzige ist, mit dem ich verwickelt bin, mache ich plus 1 Schaden. Mhm. Mache ich also das hier über die Machete. Ich kriege hier plus 1. Wie gesagt, ich bin aber 5 gegen 2. Sollte eigentlich reichen. Ich werde dir wohl jetzt nicht die minus 4 ziehen oder schon gar nicht den roten. Wenn du minus 4 ziehen möchtest, frag mich, wie man das macht. Das sagt minus 2, falls sich ein Ghoul-Gegner an deinem Ort befindet. Haben wir nicht. Okay. Ja, das hast du dann ja geschafft. Ja. Dann habe ich noch eine Aktion. Dann weiter versuchen, das zu ermitteln. Gegen 1 kann ich das ja machen. Oder ich heile. Heile mich bitte. Das ist zu gefährlich, wenn die hat ja jetzt nur noch ein Leben. Wenn da dann, irgendwas dann, passiert. Dann halte ich dich halt dann um einen, zack. Und dann muss ich jetzt hier, kann mich jemand bei der Probe unterstützen? Wie sind denn deine aktuelle, dein aktueller Stand? 3 gegen 3. Ich muss noch die Ratte wegkriegen. Da musst du fliehen, weißt du? So, minus 1. Geschafft. Und die Sache ist erledigt. Der ist weg. Erste Aktion. Als zweite Aktion nehme ich mir eine Ressource. Als dritte Aktion gebe ich die 6 Ressourcen aus und spiele dann Leo de Luca. Und dadurch habe ich eine zusätzliche Aktion. Habe ich also noch eine Aktion. Und ziehe eine Karte. Mein Plan ist es eigentlich, einmal zu ermitteln und 2 Karten zu ziehen, weil ich sonst keine Unterstützung habe. Also einmal hat es nicht geklappt, jetzt ziehst du lieber 2 Karten, ja. Gut, ich werde ermitteln. Ich habe einen Wert von 3, der Raum 1. Hat einen Steuerwert von 1. Ich ziehe einen roten Marker. Dann wäre das egal gewesen. Und der nächste Mittler. Minus 1. Ja, ich leiste meinen Beitrag. Okay. Dann hast du noch eine Aktion. Ich werde nochmal ermitteln. Wieder mit plus 2. Ich habe eine 0 gezogen. Ja. Das heißt, wir haben die erforderlichen Hinweise zusammen. Alles, was jetzt da oben passiert, ist nur persönlich zur persönlichen Befriedigung. Ja. Gut. Dann sind wir durch. Die Runde beginnt mit der Mythosphase. Der Verderbnismarker kommt auf die Agenda, was dazu führt, dass die 7 Marker drauf sind und das Ganze getriggert wird. Eine wilde Bestie, menschenähnlich, aber mit der Gestalt eines Hundes und Hufen statt Füßen, bricht durch den Boden vor dir. Unter dem Fußboden erkennst du endlose Tunnel, die sich unter deinem Haus entlang ziehen. Ein teuflisches Heulen hallt aus der Tiefe des unterirdischen Höhlensystems wieder. Mische das Begegnungsablagestapeldeck ins Begegnungsdeck. Lege Karten oben von Begegnungsdeck ab, bis ein Ghoul-Gegner abgelegt worden ist. Der Ermittlungsleiter zieht diesen Gegner. Da freue ich mich drauf. Da ist mein Ghoul, den ich jetzt an der Backe habe. Schön. So, dann geht's weiter. Ja, wir haben dasselbe. Lege eine Wahrnehmungsprobe gegen 3 ab. Für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, nimmst du einen Horror. Ich habe plus 1 momentan. Also ich kann dich unterstützen, brauche das aber selber, weil ich noch schlimmer dran bin. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal so überheblich sein. Ich habe plus 1. Der erste Versuch ist schon mal mächtig in die Hose gegangen. Okay. Eine Sonderfähigkeit sagt mir, dass ich einen Marker, den ich gerade gezogen habe, wieder reinlegen kann. Nochmal machen kann, dafür muss ich aber eine Karte ablegen.
Ich muss leider diese Karte ablegen. Hätte mir plus 2 gebracht, hätte aber auch nicht gereicht. Ich ziehe jetzt den minus 1 Marker. Damit habe ich es geschafft. Ich habe aktuell einen Wert von 2. Spiele den unerwarteten Mut, kriege dann plus 2. Bin dann bei 4, ja, und habe dann die gleiche Ausgangssituation. Und jetzt geht auch den roten Marker. Minus 2. Ich habe dann, krieg dann einen Horrorschaden. Ich habe ja auch einen super Effekt. Hänge diese Karte an meinen Ort an. Schon wird es schwieriger. Und der Ort mit dieser Verstärkung bekommt plus 2 Schleier. Genau, da wir hier oben sind. Das ist doch das, was wir vermieden wissen wollten. Ja, ja, danke. Wir hast du gut immer gemacht. Immer gerne. Du kennst meine Nummer. Ruf mich an. Falls du mehr Schleier brauchst. Also, mit der Karte werde ich jetzt ermitteln. Jetzt habe ich im Endeffekt 9 gegen 3. Ja, darfst du nicht den roten ziehen? Zum Beispiel, ne? Ich weiß auch warum. So macht man das. Zweite Aktion. Mach ich das Gleiche. Ja, minus du hast es geschafft. Und als dritte Aktion werde ich eben jemanden heilen. Und das werde ich zum Beispiel. Ne? Den spielst du aus. Dafür muss ich 2 zahlen. Und ja, das ist meine Sonderfähigkeit. Wenn ich ein Buch habe, dann darf ich noch die vierte Option und durchführen. Und du legst jetzt eine Buchprobe ab. Ich habe jetzt schon wieder 7 gegen 2. Also ja, nicht voll rot. Ausgerüstet. Alles außer rot. Minus 1. Das heißt, das ist ein Schaden geheilt, ich damit. Ja, gut, dann werde ich hier diese dumme kleine Ratte mal angreifen. Und zwar, ich habe 4, 5, 5 gegen 1. Damit habe ich ihn getötet. Sonderfähigkeit, ich darf eine nehmen, aber anstatt ihn zu nehmen, geht hier einer runter. So. Und ziehe die 0. Damit bin ich das los und kriege für das nächste Szenario zumindest keinen Schaden, keinen Horror. Letzte Aktion, dann heile ich einen bei mir und du heilst einen bei dir, ne? Ja. Gebe ich einen aus, beziehungsweise die Marker runter und Harley hat einen Horror. Ja. Damit bin ich durch. Das Ding ist ja leer und wird dann abgelegt. Also meine erste Aktion, ich greife jetzt den Ghoul an, werde jetzt meine Munition ausgeben und dann kriege ich eben eins, plus 1 auf Stärke, dann sind wir bei 4-2. Nicht geschafft. Ja, das ist eigentlich sehr traurig. Lach. Greife ich ein zweites Mal an. Das habe ich auch nicht geschafft. Und dann greife ich ein drittes Mal an. Möchte mich jemand unterstützen? Ja, genau. Du hast echt viele Karten. Ja, dann kriege ich plus 2. Das heißt, 4 gegen 2. Dann 5 gegen 2. Habe ich es gerade geschafft. Oh. Super. Und dann habe ich ja noch eine vierte Aktion. Und ich darf eine Karte ziehen, ja. Werde mir eine Ressource nehmen. Und dann bin ich durch. Sehr schön. Wendy hat momentan nicht sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, Wendy benutzt ihre erste Aktion, eine Karte zu ziehen. Mit dieser Aktion hat sie ihre Psychose entdeckt. Füge Psychose in einer Bedrohungszone zu, sagt das Enthüllungs-Keyword. Erzwungen, nachdem du einen oder mehr Horror genommen hast, nimm einen direkten Schaden. Als Doppelaktion kann ich aber die Psychose ablegen und da ich noch 2 Aktionen habe, werde ich das direkt mal machen. Dadurch sind meine... So behandelt meine Psychose. Meine Aktionen in dieser Runde verbraucht, aber... Von wegen Psychosen, also dafür hättest du keine Karte aufdecken brauchen. Also das hätten wir dir auch so... Und Leute, liebe Zuschauer, ihr seht, so einfach kann man Burnout behandeln. Genau. Ja, da sind wir durch, ne? Wie üblich fange ich an. Ich habe wieder eine Enthüllungsaktion zu machen, nämlich eine Beweglichkeitsprobe gegen 3. Für jeden Punkt, den die Probe misslingt, nehme ich einen Schaden. Ich habe 4. Ich lege eine Ressource ab, dann habe ich 5. Ist Wendy feige und legt noch eine Ressource ab, um auf 6 zu kommen? Ja, Wendy ist feige. 6? Achso, 6 gegen 3. 6 gegen 3.
Ich ziehe den roten Marker. Nein, ziehe ich nicht. Nur minus 2. Das ist meine heilige Aufgabe. Ach so, gut. Das heißt, ich habe die Enthüllung enthüllt. Du musst es aufdecken. Genau, habe ich jetzt. Und ich habe für eine Superkarte ein Gegenmittel. Ich muss eine Ressource abgeben. Genau, und das heißt, dann du musst einen Horror nehmen, oder? Nee, Quatsch. Hebel in die Höhe. Ja, ich nehme noch einen Horror. Dann nimmst das einen mache Horror. Ich immer super gern. Ach so. Ja, und dann kommt die Karte weg. Und dann kommt alles weg. Das kommt weg. Das kommt sehr schön. Auf. Michael! Ich muss eine Beweglichkeitsprobe 3 ablegen und für jeden Punkt, in dem die Probe misslingt, muss ich einen Schaden nehmen. So, das heißt, ich bin 2 gegen 3, kann mich aber selber unterstützen zumindest, dass ich auf 4 gegen 3 komme. Mache ich doch. Ich finde, das genau, wird einfach also ich habe nur gute Karten. Das nur gute Karten. Sicherheit? Findet der Michael die guten Marker? Selbstbewusstsein. Ja, Michael. Schön. Das gibt drei Schaden. Also als erste Aktion spiele ich die Machete, zahle meine 3 Ressourcen. Als zweites greife ich an und dadurch bekomme ich eben eine Verstärkung im Angriff. Das heißt, ich habe jetzt 1 plus 3 sind 4. Dann greife ich die mal an. Das ist minus 2, aber es ist geschafft. Ja, stimmt. Die ist tot. Ich werde jetzt schon mal runtergehen. Dann sind wir bei 3 und werde mir noch eine Ressource nehmen. Dann bin ich fertig. Dann durfte ich machen. Ja. Guck mich nicht an. Ich habe ja 4 Aktionen durch meine Superfähigkeit. Also 3 normale und eine, die ich für das Buch verwenden darf. Deswegen werde ich 3-mal versuchen zu heilen. Ja, kannst du verschiedene zweimal Leute aussuchen. Dich, einmal mich. 7 gegen 2 können ja. Das sollte schaffen. Ja. Wo ist der rote Marker? Hier. Okay. Geschafft. Ja. Wenn das nicht klappt, dann kriegst du einen Schaden. 0? Du hast zwar Schaden. Nimm einen von dir. Ein Rot. Das gelingt nicht, du kriegst keinen Schaden. Oder sollte ich jetzt den töten? Nee. Weil ich brauche jetzt Ermittlungen gar nicht. Nein. Wir müssen ja noch einmal ermitteln, nie, um das hier abschließen zu können. Nein, wir müssen. Nee, okay, dann kannst du den töten. Genau. Ja. Ich spiele auch trotzdem auf jeden Fall den aus, um mich dann auch mal pushen zu können. Brauchen wir noch Heilung? Ja, das wollte ich vor allem, wenn jetzt gleich aber dann Dicke... Da habe ich natürlich wieder keine Knete mehr, aber trotzdem. Ne? Aber der Dicke, dann sind wir sicher, safe. Das ist schon. Und dann habe ich noch eine Aktion, dann würde ich halt auch runtergehen, ne? So. Gut. Okay, ich habe 3 Aktionen. Die erste Aktion wird sein, ich ziehe eine Karte. Ja, das finde ich sehr gut. Die zweite Aktion, ich ziehe noch eine Karte. Ja, das war auch nicht schlecht. Dritte Aktion. Ach, da seid ihr. Wir sind wieder alle vereint. Also, jetzt kriegt ihr eine Ressource. Jetzt ist Ende der Runde. Das heißt, jetzt geben wir 12 aus. Das heißt, wir haben jetzt die 12 Hinweise richtig, abgegeben, genau. Haben das erfüllt. Die Barriere durchbrechen. Mit dem Fass vom Dachboden trägst du das Eis und Schnee aus dem Keller und schleudert es gegen die Barriere. Sie blitzt auf und erzittert, während sie das Eis verzehrt und hört dann mit einem Zischen auf zu existieren. Die Barriere, die den Weg ins Wohnzimmer versperrt hat, ist verschwunden. Enthülle das Wohnzimmer, bringe die beiseite gelegte Lita Schändler ins Wohnzimmer ins Spiel. Der beiseite gelegte Gutpriester erscheint im Flur. So, hier passiert Folgendes. Verhandlung, lege eine Buchprobe ab. Auf 4, falls dir die Probe gelingt, übernimmst du die Kontrolle über Lita Chandler. Wer würde das machen? Lita Chandler kann ganz einfach. Sie gibt plus 1 bei Kampfproben und fügt einen zusätzlichen Schaden zu. Und wir müssen den Gutpriester halt töten. Der Gutpriester hat halt 5 Leben mal Ermittler, also hat er 20 Leben. Problem ist natürlich Beute, höchster Wert, das heißt, der wird mir zugeordnet. Das heißt, wir beginnen die nächste Runde, beginnt natürlich logischerweise wieder mit dem Verderbnismarker auf die Agenda. Und dann schreien wir wieder schon nach neuen Gegnern oder sonstigen.
Meine Karte sagt wieder mal Enthüllung. Ich muss eine Wahrnehmungsprobe gegen 3 ablegen. Für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, nehme ich einen Horror. So, ich habe Wahrnehmung 4. Kein Bonus draußen liegen. Ich habe plus 1. Mutig bist du. Ich bin nicht mutig, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst. Minus 1 reicht. Ich muss noch nicht mal die Karte spielen. Bei mir ist es einfach, wir kriegen einen weiteren Verderbnismarker auf die Karte. Ja, beides coole, schön. Coole. Ja, dann würde ich doch sagen, ich fange wirklich an. Als Aktion 1 ziehe ich den Ghoulpriester zu mir. Als Aktion 2 versuche ich ihm zu entkommen. Also ich habe 4, er hat 4. Das heißt plus minus 0, ich gebe plus 2 darauf. Ich ziehe ein minus 3. Glücklicherweise darf ich auf meinem Ablagestapel die oberste Ereigniskarte spielen. Das heißt, ich kriege plus 2 darauf. Ja. Nachdem du gezogen hast? Ja, das sagt die Karte. Ja, das ist diese Glücksbild, heißt die Karte. Das ist der Vorteil. Das heißt, ich habe die Probe gewonnen. Ich bin entkommen. Der ist getappt im Raum. Ich darf eine Karte ziehen. Dann würde ich als dritte Aktion für 3 Ressourcen den erschöpften Ghoulpriester damit angreifen. Der verwendet die Beweglichkeit wieder. 4. Ich habe noch eine Ressource, um meinen Wert auf 5 zu steigern. Ich werde noch eine streunende Katze zu meiner Unterstützung spielen. Beweglichkeit plus 1. So, ich habe minus 3 gezogen. Ich werde eine Karte wegschmeißen. Da werde ich die Karte spielen, die ich eigentlich ursprünglich darauf spielen wollte, die mir Beweglichkeit noch gegeben hat. Dann ziehe ich halt nochmal. Okay. Hier eine 0, die hatte ich auch vorher schon. Tada! Ich habe insgesamt mit dieser Karte plus 2, das heißt, ich habe 3 Schaden schon mal auf ihn gemacht. Dann würde ich sagen, den ziehe ich als erste Aktion ran. Als zweite Aktion pumpe ich mich um 1. Dann bin ich bei 1, 2, 5 gegen 2. Hey, das erste Mal. Tada. Ja, dann kriege ich 2 Ressourcen. 2 Ressourcen, ja, wunderbar. Was sehr gut ist. Damit ist der tot. Als dritte Aktion werde ich ihn angreifen. Da werde ich dann die Karte als Push spielen. Warum? Der hat zurückschlagen. Das heißt, wenn die Probe misslingt, haut er zurück, ne? Aber das hat euch im Klaren. Ja, die Probe wird nicht misslingen. 5, okay. 6, weil was soll ich dann, sonst brauche ich gar nicht draufschlagen. Nee, weil... Ne, du hast 6. 6 ist plus 2. Ja. Damit wird dir nur der rote Marker schaden. Ja, dann... Ein unerwarteter Mut noch dazu. Nochmal plus 2. So, Spannung. Tada! Da haben wir es doch geschafft. Ich habe noch eine vierte Aktion und werde als vierte Aktion eine Ressource drauflegen. Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Jetzt gehe ich mir die Liter holen. Also als eine Aktion bewege ich mich in den Raum. Ja. Jetzt werde ich die Probe ablegen. Ich werde die Karte aufgeben, um mich zu pushen. Dann bin ich 8 gegen 4. 8 minus 4, gut. Ja, gerade geschafft. Gute Wahl. Aber wir haben sie, das ist sehr gut. Ja. Und mit der dritten Aktion gehst du am besten wieder zurück. Ja. Ich gehe zurück und dann habe ich noch die vierte Aktion. Eine Buchaktion, genau. Du kannst auch mal heilen. Ja. Ich darf mich jeder, aber heil jeder ich versuchen, auch. Mich zu heilen. Tu das. So. Minus 1. Ja, ja, das, ja klappt. Das, ist okay. Das klappt, dann heilst du einen. Und damit bist du erschöpft. Ja. Hervorragend, damit ist Lita ja da. Bedeutet, wir haben alle bei Kampf plus 1. Wir haben 5 von 15 Schaden bereits zugefügt. Also. Ich greife mit der Machete an. Dann bin ich bei 4, 5, 6. 6 gegen 3 sollte okay sein. Die 0. So, dann mache ich halt 1, 2, 3 Schaden, damit ist der down. Aktion 2, den Kleinen angreifen, oder? Ja, ja. Das heißt, ich hätte da 1. Wäre ich halt bei 6 gegen 4, wäre ich bei plus 2. Ich kann dich leider nicht unterstützen, auch wenn du. Ja, aber ich kann mich sehr unterstützen. Dann bin ich bei plus 3 und würde noch einen Schaden mehr machen. Ist doch schön. Das war jetzt minus 2. Ja, das war fast. Ja. Wenn ein Ghoul-Gegner am Ort ist, kriegst du einen Schaden. Ja, aber haben wir ja nicht. Doch, der Ghoul-Priester ist ein Ghoul-Gegner. Ja, ja. Okay, das stimmt. Steht nämlich einen normalen Schaden. Ja, ja, einen normalen Schaden. Einen normalen Schaden. Also Schaden. Aber das ist ja noch besser. Da kann ich noch mit leben.
So, aber es hat geklappt. Das heißt, ich mache Schaden 1, 2, 3, 4. Ja. Nehmen wir. Und dann geht die nächste los. Okay, ich habe einen Gul'diner gezogen. Gegen den werde ich so kämpfen. In der Gegnerphase. Gegnerphase. Genau. Gegnerphase. Ja, darum. Darum muss ich eine Probe ablegen. Willenskraft. Ich bin ja bei 3. Ich muss mich jetzt pushen auf 5. Ich pushe dich auf 7. Sehr ja, gut. Wunderbar. Geschafft. Dann darf ich nämlich auch eine Karte ziehen. Verderbnismarker kommt da drauf. Sind wir schon bei 7? Ja, bei 10 ist Ende Gelände. Wow. Aber ich denke, bis dahin. Wir haben noch Zeit. Erste Aktion, ich ziehe ihn auf mich. Zweite Aktion, ich versuche zu entkommen. Er hat einen Wert von 4. Ich habe einen Wert von 6. Ja, komm, ich spiele das noch. Ich habe einen Wert von 7. Ich möchte sicherer sein. Also 7 zu 4? 7 zu 4, das heißt, ich darf nicht die minus 4 und den roten, oder den roten Marker ziehen. Plus 1. Geschafft. Geschafft, genau. Außerdem darf ich eine Karte ziehen. Ich es schafft. Ich bin einem Gegner entkommen. Ich darf eine Karte ziehen. Enthüllung. Nimm 2 direkten Horror und ferne alle Karten deinem Ablagestapel aus dem Spiel. Warum konnte ich nicht später kommen? Okay, ich entferne alle Karten in meinem Ablagestapel. Da waren zum Glück nicht so wichtige drin, weil die Ereignisse ja alle hier drin sind. Und muss 2 Horror nehmen. Und ich nehme 2 Horror, was jetzt nicht wirklich wehtut. Aber du hast noch eine dritte Aktion. Ah komm, das kann nur helfen, ich ziehe noch eine Karte. Also meine erste Aktion, ich greife ihn an. Ich habe 3, 4, 5, das reicht. 0, das reicht. Geschafft. Das war meine erste Aktion. Ich spiele für 4 eine neue Automatik. Die wird abgelegt. Da kommen wieder. Dann kommen da die 4, die Kosten. Das war deine zweite Aktion. Das war meine zweite Aktion. Als dritte Aktion greife ich an, schieße auf ihn, benutze eine Munition. Das heißt, ich habe jetzt 1, 4, 5, 6. Wenn du die Machete dazu nimmst, kostet es eine Zusatzaktion. Ne? Das sind 2 Aktionen dann. Nee, das machen wir nicht. 5. Ich gebe eine aus, eine Machete als Pushen, sind 6. 6 gegen 4? Ja. Vielleicht, ja, ist das ein bisschen Risiko, gar nicht. Ja. 8 gegen 4. 8 gegen 4, gerade geschafft. Danke, oh. Wendy. Und das macht wie viel Schaden? Wir machen jetzt plus die Pistole eins, genommen, plus 1, plus 1, also 3 Schaden. Dann habe ich noch eine Aktion. Roland. Kann mich noch einer pushen? Ich komme auf 5. Wobei, im Kampf? Ja, also ich push mich selber mit dem einen Symbol. Wie viel hast du jetzt? Das pusht dich auch das, ein? Ja, so 1, 2, 3, ich habe jetzt 6. Ich kann dir noch geben, 2. Ja, bitte. Dann haben wir 8. 8 gegen 4, das heißt nur nicht den roten. Huh, minus 1. Damit hat er nochmal 3 Schaden bekommen. Einfacher. Wir kümmern uns jetzt um ihn. Ich muss immer nur noch 2 Schaden machen. Das heißt, ich bin bei 4, bei 5, bei 6, gebe mir halt hier noch 2 dazu, 7, bin ich 8. Bei 8. Komm, machen wir es sicherer. Aber noch einen dazu, sind 9. Ich brauche da nicht 8. Nee. Doch. Gut. Ich will jetzt spielen. 0, dann, dann haben wir es geschafft. Der ist tot. Now is it tot. Ja, wunderbar. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier die Bedingungen erfüllt. Genau, wir lesen jetzt erstmal, was passiert. Die Verteidigung des Heims. Als die Kreatur mit der Robe zum Boden fällt, versinkt der höllische Schwarm wieder in den Boden und das Chaos im Haus verstummt. Doch die Fremde in dem Wohnzimmer scheint überhaupt nicht erleichtert zu sein. Du hast mein Siegel gebrochen. Ich habe es errichtet, um die Gude darin zu fangen. Sie hebt ihre Fackel. Nun müssen wir mit brachialen Methoden vorgehen, um diese Höhlengrube niederzubrennen. Der Ermittlungsleiter muss jetzt entscheiden, es war sowieso nie ein richtiges Zuhause, brennt es nieder? Oder diese Höhlengrube ist mein Zuhause, wir werden es nicht niederbrennen. Ja, und der Ermittlungsleiter bin ja ich.
Brennen. Brennen nach Salem. Also brennen wir es nieder. Du schaffst es nur knapp, das Haus lebend zu verlassen. Die Frau aus dem Salon folgt dir durch den Vordereingang und schlägt die Tür hinter sich zu. Ihr Narren! Seht hier, was ihr angerichtet habt. Sie schiebt einen Stuhl vor die Tür und verkleidet damit den Türknauf. Wir müssen hier raus. Kommt mit mir und ich werde euch erzählen, was ich weiß. Wir sind die Einzigen, die diese Bedrohung aufhalten können, die unter der Stadt darauf lauert, entfesselt zu werden und durch die gesamte Stadt zu jagen. Du fühlst dich nicht in der Position, ihr zu widersprechen. Du nickst und folgst der Frau, die von deiner Veranda stürmt, auf die regennasse Straße in Richtung Hafenviertel rennt. Du nickst und erlaubst der rothaarigen Frau, die Wände und Böden deines Hauses anzuzünden. Das Feuer breitet sich rasch aus und du rennst durch die Vordertür, um nicht im Inferno eingeschlossen zu werden. Vom Gehweg aus beobachtest du, wie dein gesamter Besitz vom Feuer verschlungen wird. Komm mit mir, sagt die Frau. Ihr müsst mehr über die Bedrohung erfahren, die tief unter uns lauert. Allein sind wir sicher verdammt, aber zusammen können wir es aufhalten. Ja, jetzt wird im Kampflogbuch notiert, dein Haus wurde niedergebrannt. Der Ermittlungsleiter verdient die Karte Lita Schändler und darf sie in seinem Deck hinzufügen. Diese Karte zählt nicht gegen die Deckgröße des Ermittlers. Der Ermittlungsleiter erleidet einen seelischen Trauma, weil er mit ansehen muss, wie sein Traumhaus eine schwellende Ruine wird. Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-Werts aller Karten im Siegpunktstapel. Also wir haben jetzt, wenn man alle Karten zusammenrechnet, kommen wir auf 8 Siegpunkte. Jeder kriegt jetzt 8 Siegpunkte. Mir werden jetzt 2 abgezogen, also 6. Ich bekomme 6. Und damit kann man jetzt Karten aus seinem Deck verbessern. Und ja, das machen wir dann in Ruhe. Das war jetzt das erste Szenario von Arkham Horror, das LCG. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke Jörg, danke Micha, danke Tanja. Ach, immer Dankeschön. Gerne. Und jetzt freuen wir uns auf das zweite Szenario. Genau. Jetzt freuen wir uns auf ein kühles Bierchen. Nein. So. Okay. Ja, das war eine Runde Arkham Horror, das LCG. Ich finde es mega spannend und es macht mega Spaß, wie ich finde. Die Jungs und die Mädels fanden es auch super cool. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß, konntet sehen, wie das Spiel funktioniert. Wir haben ja jetzt wirklich eine ganze Runde gespielt, beziehungsweise das erste Szenario. Ich freue mich schon auf das zweite. Das Haus ist abgefackelt und jetzt will ich wissen, wie das Abenteuer weitergeht. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt mir doch einen Kommentar und vielleicht machen wir dann auch das zweite Spiel hier bei mir auf dem Kanal. Sollte euch das Video gefallen haben, ich würde mich über ein Like freuen, gerne über ein Abo. Ansonsten hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Tobi, der Brettspiel-Hero. Bye, bye.